Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hallo an alle, die zuhören und zuschauen. Heute möchte ich euch das Büchlein vorstellen, Große Geister dachten anders. Ein sehr, sehr interessantes Buch. Besser gesagt ein Büchlein. Und ja, ich fand es sehr, sehr interessant, weil es beinhaltet viele große Denker, große ja, Geister, wie der Titel schon sagt, die ja, treffende Worte gesagt haben oder Sätze zu Staat und Kirche. Und das wollte ich mit euch heute einmal teilen. Ja, darunter ist schon einleitend, wir feiern ihre Geburtstage, wir gedenken ihrer Todestage, wir legen Kränze nieder und ehren sie über den Tod hinaus. Doch was dachten und sagten unsere weltberühmten Köpfe über Staat und Kirche wirklich? Was waren und sind die Botschaften an die Bürger, an das Volk? Und das, denke ich, ist in unserer heutigen Zeit gar nicht verkehrt, nochmal auf diese großen Denker zurückzukehren und ja, einfach einige ihrer Sätze zu verinnerlichen, nochmal zu lesen und nochmal drüber nachzudenken. Allein Erich Kästner sagte schon, da hilft kein Zorn, da hilft kein Spott, da hilft kein Weinen, hilft kein Beten. Die Nachricht stimmt, der liebe Gott ist aus der Kirche ausgetreten. Ja, wenn man sich die Kirche heute anguckt, glaube ich, stimmt das auf jeden Fall mit den ganzen Skandalen und so weiter, die sie ja auch gar nicht, wie soll ich sagen, ja, aufarbeiten wollen, ja, wo sie gar nicht kein richtiges Interesse haben, wo ja, vergewaltigte Personen, misshandelte Personen einfach mit 5.000 oder 10.000 Euro abgespeist werden. Also das sagt ja auch schon viel über den Wert eines Menschen und seines Traumas. Und ja, da sollten wir uns doch alle nochmal Gedanken machen und ja, vielleicht auf diese großen Denker und Dichter, die wir so ehren und auf die wir irgendwie auch stolz sind und denen wir die Aufklärung zu verdanken haben, ja, einfach nochmal Gehör zu schenken. Ja, weiter möchte ich eigentlich zu Kurt Tucholsky kommen, der ja seinerzeit auch schon die Kirche angeprangert hat, ja, dass sie ja, dass die Kirche ja, rollt durch die neue Zeit dahin wie ein rohes Ei. So etwas von Empfindlichkeit war überhaupt noch nicht da. Ein scharfes Wort und ein ganzes Geheul bricht über unsere einen herein. Wir sind verletzt, wehe, Sakrileg, unsere religiösen Empfindungen und die unseren, nehmt ihr auf unsere Empfindungen Rücksicht? Ich zum Beispiel fühle mich verletzt, wenn ich einen katholischen Geistlichen vor Soldaten sehe, munter und frisch zum Mord hetzend, das Wort der Liebe in das Wort des Staates umfälschend, ich mag es nicht hören. Wer nimmt darauf Rücksicht? Ja, er war dafür, aus der Kirche auszutreten. Tretet aus der Kirche aus, tretet aus der Kirche aus, weil er es nicht mehr mit ansehen konnte. Und ein seiner Sätze war, wenn die Pfaffen Kanonen und Flugzeuge segnen. Ja, also wenn die Pfaffen Kanonen und Flugzeuge segnen. Ja, das, da steckt schon viel drin. Ja, das gibt es ja heutzutage auch noch so in der Art. Ja, dass die Kirche sich zum Beispiel nicht, ja, wie soll ich sagen, groß einmischt. Und das, ja, und ist ja auch Bibelverse bekannt sind, die, oder beziehungsweise die, die Stellen auf Waffen eingraviert werden oder auf Munition. Ja, das gab es im Irak- und Afghanistan-Krieg. Das ist schon krass, ja. Und ja, wie es ja auch so schön heißt, ne, wenn aber Christus, der gesagt hat, du sollst nicht töten, an seinem Kreuz sehen muss, wie sich die Felder blutig röten, wenn die Pfaffen, Kanonen und Flugzeuge segnen und in der Feld Gottes und in Feldgottesdiensten beten, dass es Blut möge regnen. Ja. So viel zur Kirche, ne, die Jesus Christus ernst genommen hat. Ne? Ein weiteres Zitat von ihm, was ich auch sehr interessant fand, ist, und wenn die Glocken läuten, Mord. Und wenn die Glocken läuten, Mord, und die Choräle hallen, Mord, ihr sollt eure Feinde niederknallen. Und wenn jemand so verrät, den Gottessohn, das ist keine Schande, das ist Religion. Die Katholiken sitzen vor ihrer Hütte. Ein Heide geht vorbei und pfeift sich eins. Die Katholiken tuscheln, der wird sich schön wundern, wenn er stirbt. Sie klopfen sich auf den Bauch ihrer Frömmigkeit, denn sie haben einen Fahrschein, der Heide aber hat keinen. Und er weiß es nicht einmal. Wo hoch, wie hochmütig kann Demut sein? Ja, ich finde auch hier sollte man sich das nochmal gut durch den Kopf gehen lassen,
Ja, und wenn die Glocken läuten, Mord. Ich meine, wir hören die Glocken heute noch. Und was die katholische Kirche an den Händen hat, ist auf jeden Fall Blut. Ja. Aber kommen wir zu einem weiteren, Albert Einstein. Albert Einstein, der bekannteste Physiker vielleicht, ja, gelebt von 1879 bis 1955. Er ist eigentlich weniger bekannt dafür, ja, sich zur Religion oder zur Kirche geäußert zu haben. Nichtsdestotrotz hat er es getan. Und eines seiner Aussagen, die möchte ich hier wiedergeben: Wenn man das Judentum der Propheten und das Christentum, wie es Jesus Christus gelehrt hat, von allen Zutaten der späteren, insbesondere der Priester, loslöst, so bleibt die Lehre übrig, die die Menschheit von allen sozialen Krankheiten zu heilen imstande wäre. Ich finde auch das ein interessantes Zitat von ihm. Ja, Wolfgang Johann, oder das ist Johann Wolfgang Goethe. Zudem habe ich ja schon ein kleines Video gemacht und habe ihn mal zu Wort kommen lassen. Er ist auf jeden Fall einer, der sich sehr auch mit dem Islam beschäftigt hat und da ja auch Kontakt hatte in den Orient und sich da ausgetauscht hat. Ein wunderbarer Mann, ein wunderbarer Mensch, der ja, viel zu sagen hat und den man vielleicht viel zu selten auch liest und auch vielleicht viel zu wenig durchnimmt im Deutschunterricht. Nichtsdestotrotz möchte ich hier einiges auch zitieren aus dem Buch, was hier festgehalten worden ist. Fangen wir an mit: Die hohe, reich dotierte Geistlichkeit fürchtet nichts mehr als die Aufklärung der unteren Massen. Das Zitat lasse ich mal hier so stehen. Aus Schiller vom 12.04.1797 möchte ich vorlesen, beziehungsweise einen Ausschnitt. Ich bin, indem ich den patriarchalischen Überresten nachspürte, in das Alte Testament geraten und habe mich aufs Neue nicht genug über die Konfession und die Widersprüche der fünf Bücher Moses verwundern können, die denn freilich, wie bekannt, aus hunderterlei schriftlichen und mündlichen Traditionen zusammengestellt sein mögen. Ja, die Teile habt ihr in der Hand, allein es fehlt das geistige Band. Es ist die ganze Kirchengeschichte, Mischmasch von Irrtum und Gewalt. Die Geschichte des guten Jesus hab ich nun so satt, dass ich sie von keinem außer von ihm selbst hören möchte. Immer noch Schiller. Das gefährlichste aller Bücher in weltgeschichtlicher Hinsicht, wenn durchaus einmal von Gefährlichkeit die Rede sein sollte, ist doch wohl unstreitig die Bibel. Entschuldigung, ich habe mich da verlesen. Ich wiederhole es nochmal. Das gefährlichste aller Bücher in weltgeschichtlicher Hinsicht, wenn durchaus einmal von Gefährlichkeit die Rede sein sollte, ist doch wohl unstreitig die Bibel. Das lasse ich so stehen und ja, lasse es mal sacken. Gehen wir weiter. Immanuel Kant, ein großer Philosoph von 1724 bis 1804, der gelebt hat. Er sagte: Die enge Pforte und der schmale Weg, der zum Leben führt, ist der des guten Lebenswandels. Die weite Pforte und der breite Weg, den viele wandeln, ist die Kirche. Kommen wir zu Friedrich Nietzsche. Wer kennt ihn nicht? Den bekannten Satz: Gott ist tot. Ja, Friedrich Nietzsche hat gesagt: Da haben wir es also. Eine kirchliche Ordnung mit Priesterschaft, Theologie, Kultus, Sakrament, kurz alles das, was Jesus von Nazareth bekämpft hatte. Oder er hat auch gesagt: Christentum. Den einen großen Fluch, die eine große innerlichste Verdorbenheit, den einen großen Instinkt der Rache, dem kein Mittel giftig, heimlich, unterirdisch, klein genug ist. Ich heiße es den einen unsterblichen Schandfleck der Menschheit. Kommen wir nun zu einem großen Dichter, Heinrich Heine, 1797 bis 1856. Und er sagte: Es sind in Deutschland die Theologen, die dem lieben Gott ein Ende machen. Wer mit Pfaffen kämpft, der mache sich darauf gefasst, dass
der beste Lug und die triftigsten Verleumdungen seinem armen guten Namen zerfetzen und schwärzen werden. Der Teufel, der Adel und die Jesuiten existieren nur so lange, als man an sie glaubt. Ein katholischer Pfaffe wandelt einher, als wenn ihm der Himmel gehöre. Ein protestantischer Pfaffe hingegen geht herum, als wenn er den Himmel gepachtet habe. Ein letztes Zitat von ihm: Ärger dich dein Auge, so reiß es aus. Ärger dich deine Hand, so hau sie ab. Ärger dich deine Zunge, so schneide sie ab. Und ärger dich deine Vernunft, so werde katholisch. Kommen wir zu Lessing. Für mich einer der bedeutendsten Dichter. Ich mag ja einige seiner Bücher sehr. Er sagte, man raubt, stiehlt, lügt, plündert. Wie aber nennt man's? Kolonisieren. Zivilisieren, Kultur verbreiten. Man mordet, meuchelt, massakriert. Die Locufizatio post festum aber nennt es Seelsorge, Christentum, Dienst am Ideal. So sind denn die Ideale nur Masken der Bestie Mensch. Wehe jedem, der dieses Spiel ernst nimmt. Wehe jedem, der daran glaubt. Weiter. Und ist denn nicht das ganze Christentum aufs Judentum gebaut? Es hat mich oft geärgert, hat mir Tränen genug gekostet, wenn Christen gar so sehr vergessen konnten, dass unser Herr ja selbst ein Jude war. Und kommen wir zum großen Philosophen Voltaire, 1694 bis 1778. Ich fange mal gleich mit einem Hammer-Zitat von ihm an. Ich bin überzeugt, dass die christliche Religion seit Konstantin mehr Menschen vernichtet hat, als es heute Einwohner in Europa gibt. Kaum haben sie Christus gepredigt, beschuldigen sie sich gegenseitig, Antichristen zu sein. Und natürlich gab es unter diesen theologischen Gezänken kein einziges, das nicht auf Absurditäten und Betrügereien aufgebaut gewesen wäre. Damit möchte ich es fürs erste Mal sein lassen und vielleicht mache ich noch ein zweites Video dazu. Salam alaikum und tschüss.